Also gut, Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Showcase, nachdem ich beim ersten Showcase komplett sprachlos war. Also die Performance, das war das cleanste Showcase, das ich in meinem Leben aufgenommen habe. Wirklich. Bin da rein, der Kratten und das Team hat das Ding einfach Red Zone Summer so schön gebuttert, ey. Heute gehen wir aber Stage 9 gegen Trunks rein. Selbes Team tatsächlich, weil Stage 9 Trunks und Red Zone Zamasu sind ähnlich aufgebaut, nämlich Endphase, Intro-Physisch-Phase. Deswegen habe ich jetzt vom Setup nicht viel geändert, aber wir gucken mal. Also Trunks macht schon auch brutalen Schaden, auch wenn es hier keine Aoi-Angriffe gibt, kann der Psycho trotzdem gut Damage machen. Vor allem seine Super-Deck, also wenn da irgendjemand falsch getroffen wird, sollte man jetzt aufpassen. Trotzdem bin ich mal sehr darauf gespannt, wie das Team funktioniert. Hier gegen Trunks. Aber, und vor allem, weil ich auch von ein paar Charakteren noch gar nichts gesehen habe gegen im letzten Showcase, weil das so schnell ging. Zum Beispiel von dem Izay Spirit Bomb Goku, also von dem würde ich auch gerne was sehen. Okay. Ah, das ist, meiner kommt hier rein. Verstehe. Meiner kommt hier rein. Wenn meiner hier reinkommt, dann würde ich gerne, dann tun wir den Fred einfach mal rausrotieren. Okay. Gut. Naja, die ganzen Int-Orbs willst du auf jeden Fall eigentlich für den SSJ aufheben. Das Ding ist aber, dass Korn ja auch so und so viel Key braucht, um seine zusätzlichen Edition Attacks zu machen. Deswegen gebe ich es mal Gohan. Der Kakarot wäre äußerst wichtig, wenn er auf die 18 Key kommt, weil er seine Defensive stackt damit. Okay. Und ja, bei dem, wie gesagt, eigentlich, guck mal, was es ausmacht. Das sind so 4 Orbs ohne Int-Orb und ein Int-Orb. Gibt ihn einfach an der Stelle 5 Key, das macht schon sehr, sehr viel aus. Und bei ihm auch die 18 Key zu geben wäre wichtig, weil er für 3 Runden Defense erhöht. Aber an sich ist halt auch wichtig, dass man den Key gibt, weil er ja für jeden dritten Key eine Additional Attack bekommt. Mit einer 50% Chance, super zu sein, maximal 3, also maximal 9 Key. Was ist maximal? Du kannst natürlich ihm mehr Key geben, so ist es nicht, aber 9 Key braucht er für die halt kompletten Angriffe. Okay. Oh, jetzt hat er leider nicht Super Attack, das ist nicht gut, weil der Super Attack tut weh. Der hat zwar einen Guard, so ist nicht, aber der hat Low Defense. Jetzt hat er Defense bekommen. Okay, gut. So. Okay, das heißt, das ist der Friend, den rotieren wir raus, weil ich will meinen auf jeden Fall auch in der Rotation haben. Da kommt der Friend in die andere Rotation rein. Ich bin mal drauf gespannt. Also hier, das ist halt wirklich ein Charakter, der in kurzer Zeit übertrieben viel macht. Übertrieben viel Damage. Defensiv ist auch gut. Mit der Damage-Schlag schon nach seinen Angriffen definitiv. Ah ja, genau auf den war ich gespannt, Leute. Den kann ich irgendwie nicht einschätzen. Ich habe den nach dem Izay sehr selten gespielt. Wir wollen ihn aber auf jeden Fall so gut es geht Rainbow Key-Sphären geben. Weil er pro Rainbows Keysphere, ich glaube, das waren 7% Damage Reduction bekommt, richtig, und 7% Crit Chance etc. Aber halt wegen der Defensive äußerst wichtig. Das haben wir auf jeden Fall gut hinbekommen für ihn. Dem können wir das geben. Jetzt sind wir darauf gespannt, wie der sich so macht, der Izay Goku, weil er ist auch ein guter Charakter. Aber das ist gut, also ihm hat halt ein Super Saiyan Team gefehlt, weil er auch abhängig von Super Saiyan Chars ist bezüglich der Passive. Aber die Carnival LR haben jetzt das Super Saiyan Team wirklich in die Höhe geschossen, also da kann man nichts sagen. Okay, ja. 10 Millionen, krass. Der Bardock ist bei dir richtig gut, ne? Das hat, war zwar gut Damage, aber ein anderer hätte da mehr Schaden bekommen. Vermutlich. Okay. Gut, dann haben wir auch nächste Runde den Revive. Mit dem Kakarot. Mit dem Bird Crew, das ist sehr gut. Haben wir einen Free Revive einfach, haben wir das aktiviert, dann hat er danach seinen Guard Perma. Und wir können, ja, seht ihr, das ist krass, dritte Runde. Hey, der ist wie Vegito, der ist wie Dragon Ball Heroes Vegito, nur in off. Einfach Eskalation. What? Was ist das für ein Charakter? Das ist ein schnelllebiger Charakter, aber das ist auch total fein aktuell. Weil die schwingen Events, die gehen nur sehr kurz, die gehen gar nicht so lang. Ne, aus Omega, aber das kam noch gar nicht auf Global, das ist das andere Ding, das ist schade, finde ich.
Komm, wahrscheinlich im Januar die Omega Stage, die letzte. Crazy, wisst ihr was? Wir zünden am besten Fall den Active Skill einfach, weil dann bekommen wir die Defense durch die Passive. Wir haben jetzt leider nicht viele Int-Orbs, hätten wir uns auch gut hochgehalten daran. Am besten, stimmt, wir haben so oder so den Revive. Wir haben aber viele Strength-Orbs, da können wir Future Ground einstellen. Und. Also das Super Saiyan Team ist wirklich richtig gut geworden. Unser Geist ist krank, dass Charaktere, die man halt lange nicht gespielt hat, wegen den Team-Setups jetzt einfach spielbar sind. Oder was heißt lange nicht gespielt hat, sondern dass sie halt jetzt einfach wieder Team-Comps haben. So wie dieser Revive Bird Kuda. Oh, das sind jetzt nice Orbs gedroppt. Wir sind knapp bei 500k nach, wegen dem Active Skill, sehr geil. Haben uns gut geheilt, mal hier, mal da, wie gesagt, aber wir haben so oder so den Revive im schlimmsten Fall. Also das Super Saiyan Team ist einfach ein Team, was. Und das, ihr müsst euch überlegen, mir fehlen da schon noch so ein paar Stammspieler wie Carnival, Elia Trunks oder Godku auf JP, ne? Also jetzt überlegt man, ich hätte noch einen Carnival, Elia Trunks mit dem Standby-Mode, der bricht ihm die Nase. Oder einen Godku, der ist auch geisteskrank einfach. Das Super Saiyan Team? What? Das Team funktioniert. Das freut mich. Und das Geile ist auch, es ist ein Team, was die Events schnell cleart. Und das liegt hauptsächlich an dem Leader. Und das ist geil, wenn der Leader in einem Team funktioniert, ist brutal. Weil man hat ihn ja zweimal. Ich habe in jeder Rotation einen von dem Feierabend. Die haben ab Runde 3 ihre Active Skills in dem Team direkt, weil wir Super Saiyan Runde haben immer. Und dann ballern die alles beiseite in der Runde. Können bis zu 5-mal Super attacken, garantiert Crits. What? Okay, gut, wir haben Revive. Okay, aber wir haben. Ja, das muss ich ihm gut schreiben. Ganz ehrlich, das muss ich ihm gut schreiben. Das freut mich, dass der Birdku in dem Team so krass funktioniert, wirklich. Mit seiner Utility, logischerweise. Na klar, er hat anfangs wenig Defense, bekommt trotzdem Schaden und so. Aber seine Utility ist halt. Okay, wenn du unter 60% HP bist, also 59 und drunter soll das sein, dann hat er einfach den Revive. Und nach dem Revive hat er seinen Permaguard. Der wird wahrscheinlich dann, je nachdem wie auf der Super 18k Defense gestackt hat, trotzdem noch Schaden bekommen. Aber das Ding ist ja, in dem Team, in dem er jetzt ist, darum geht's mir. Also mir ist bewusst, dass er diese Utility auch in anderen Teams hat. Aber die anderen Teams, die schaffen dieses Event halt jetzt nicht in der Geschwindigkeit. Das heißt, das wird auch zum Verhängnis. Auch trotz nach seinem Revive. Das gerade eben war perfekt. Weil er war als Slot 3 Revive aktiviert. Er kommt erst in der übernächsten Runde. Der ist lange Zeit weg. Und das Team schafft es aber, gerade wegen dem Psycho jetzt, diese Events in kurzer Zeit zu klären. In den Teams, in denen Birdku drin war, zuvor, die Teams hatten nicht diese Geschwindigkeit. Deswegen wurde er zum Verhängnis. Deswegen habe ich zum Beispiel auch gar nicht auf ihn gesetzt. Aber in dem Team hat er einen brutalen Buff bekommen. Das heißt, in der Dezember-Tierlist wird er auf jeden Fall höher sein bei mir. Sehr geil. Krank. Weil das ist echt brutal. Also seine Utility in dem Team kombiniert mit der Geschwindigkeit des Teams. Also die Geschwindigkeit, wie schnell das Team Events schafft. Das ist brutal. Boah. Okay, nicht schlecht. 635.000 Defense. Wie viel Dodge hat der Friend? 11. Also das Ding ist, hätte ich mehr Int-Ops, hätte ich es wirklich vielleicht gewagt, ihn einfach dahin zu ballern. Aber eine Super Deck von Trunks wird mir die Nase brechen, einfach nur. Diese ganzen AGL-Orbs sind aber auch wirklich, die liegen richtig gut für den Issei Goku. Der Issei Goku jedoch. Also, was mache ich? Bardocks erster Hit, das wird sein Guard nicht aktivieren. Der erste Hit, der könnte wehtun. Der erste Hit darf kein Ding sein. Keine Super Attack, der wird aber wehtun. Eieiei, warte mal, ich muss kurz überlegen. Also der Goku hier, wie sieht er bei mir aus? 10 Dodge, oh okay. Der hat nämlich Attacken Def 159%, sorgt für Rainbow Orbs, bekommt pro Rainbow Orb Key plus 2 und bekommt zuletzt Attacken Def 10% pro Kieße, den er einsammelt.
Für jeden Super Saiyan Kategorie Verbündeten in der Runde außerhalb sich selbst bekommt immer zusätzlich Attack Nef 7% pro Keysphere drauf und 7% Crit pro Rainbow und 7% Damage Reduction pro Rainbow. Ich kann gerade nicht einschätzen. Also der hat zwar noch seine 30% Damage Reduction mit so viel Defense, aber eine Super Attack wird ihm trotzdem die Nase entzweien. Ich kann gerade nicht einschätzen. Das sind aber auch nur zwei Rainbow Orbs. Das sind 14% Damage Reduction. Ob ich den da hinsetzen kann, das kann ich gerade. Boah, schade, die Orbs liegen nicht so geil, wie ich es mir gewünscht hätte. Bei Bardock ist die Sache, erst wenn er einen Angriff bekommt, danach bekommt er einen Permaguard mit zusätzlich. Nicht Permaguard, sondern innerhalb der Runde. Ja, und dann bekommt er nochmal Defense 30%. Dammit, was mache ich? Also, außen vorweg sei natürlich gesagt, ich könnte auf jeden Fall ein Item aktivieren, ne? Und dann hätte ich das Ding gewonnen, aber ich versuche das ohne Item zu schaffen und einfach so bei einem neuen Charakter zu sehen, was so seine Stärken und Schwächen sind, komplett alleinstehend. Deswegen könnte man echt bei dem gerade bei so einer Situation sich sagen, okay, Full Dodge gehe ich bei dem. Wenn er da 30 Dodge hat, wenn er 30%ige Dodge-Chance. Ich sind aber trotzdem unlucky wenig Inki, aber trotzdem reichen diese zwei Inkis raus. Das ist einfach Ki plus 10 bekommt er von denen. Das ist halt geistkrank, aber er macht keine weiteren zusätzlichen Attacks halt, weil es an sich wenig Ki sind. Das hat auch die Runde mit dem. Würde ich das gerne sehen? Komm, wir machen das so. Vielleicht. Da, perfekt, drei Rainbow Ops schon besser und da fühle ich auch. Sie haben uns gut hochgehalten. Wir sind fast full life, sag ich mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde Trunks nicht unterschätzen. Autodecks könnten trotzdem weht und wir haben halt einfach Typen-Nachteile. Wir haben aber gut Defense jetzt. Bekommen noch durch die 18 Key, aber durch den Eck, in der Ereignisrunde kam, könnte man den vielleicht einstellen. Ne? Nein, Trunks! Ich hätte einfach. Das ist down. Ich hätte einfach gerne gesehen. Ey, was ein Auto-Attack ihm für Schaden gemacht hätte. Wenn ein Auto-Attack da Double Digits getankt hätte, das. Boah, Daumen hoch. Mir war klar, dass der Super-Attack ihm die Nase brechen wird, aber Hand aufs Herz. Da wäre auch Bardock down, als auch der Genki-Dama Goku, wenn die sich gedodged wären. Weil. Ja. Da kannst du halt nichts machen. Hey, aber geisteskrank, wie gut das Team funktioniert. Die Utility von dem Team. Das ist das, was mich gerade am meisten erstaunt. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach nochmal rein. Hatten ja ein bisschen Pech jetzt einfach, wie die Angriffe verteilt waren. Wobei ich muss sagen, das ist halt so aktuell vielleicht eines seiner Schwächen, was ich aber ihn nicht so krass anrechne. Weil das liegt jetzt nicht unbedingt an ihm. Worauf will ich hinaus? Sein Typus. Also, da kann aber jetzt nicht wirklich was dafür. Warum sein Typus? Weil. Warte mal, also was haben wir da? Wir haben hier zwei Rainbow Orbs nur, ne? Bekomme ich im besten Fall. Ja. Ja, weil die schwierigsten Bosse, die sind einfach physisch in der schwierigsten Phase. Also wo Zamasu, den haben wir aber easy zerfetzt mit der Eckwissel-Runde. Als auch. Ich habe gerade überlegt, finde ich Carnival, die Carnival SSJ ist besser als LR Full Power Goku? Ich denke schon. Weil das, also ihr Team funktioniert verrückt und ihr müsst euch überlegen, ich habe, also mir fehlen wichtige Charaktere. Goku. Jetzt überlegt man, dieser Ise, okay, dieser Ise Genki-Dama Goku hat halt 7 von 7 nichts mit ihm. Aber Godku ist besser als er. Das wäre einfach ein Godku und auch Carnival, er hat Chance. Und dann hat man da einfach die Top der Top Chars drin. Also, das. Boah, und wir haben. Man hat auch einfach noch Future Gohan im Team, ne? Das ist jetzt auch krass. Naja, das war nur so ein Gedanke, jetzt habe ich laut ausgesprochen, aber das heißt auch gar nichts, weil ich musste noch ausgiebig testen. Das ist erst der zweite Test von mir tatsächlich. Ja, wichtig. Gott sei Dank. Ja. Oh, aber Autodex hängt der Double Digits. Ey, das ist auch krass, dass man. Als er mit seinem Ize rauskam, wann kam sein Ize?
Einfach unspielbar war er. Dass sein Isei kam 2023. Also dieses Jahr, lol. Auf JP kam es 13. Februar, auf Global 21. Juli. Aber bis er war einfach unspielbar. Weil er keine Teams hatte, weil er ist ja beschränkt. So, von er will schon eine Super Saiyan-Rotation für die extra Defense etc. Das ist sehr, sehr wichtig bei ihm. Oh. Ich war gerade im Redefluss. Eigentlich hätte ich Birdgun nach links gesetzt, aber da kommt ein Angriff. Dann bekommt er seine zusätzliche Defense etc. bla bla. Und dann hätte er dann noch die Stacks und so und so fort. Ne? Also eigentlich hätte ich Birdgun eingestellt, dass er Bescheid wisst. Aber ja, es funktioniert trotzdem. Ist ja nicht schlimm, so ist nicht. Wo war ich stehen geblieben? Achso ja, und jetzt ist er trotzdem spielbar. Und das muss ich auch den LR Super Saiyan gut schreiben. Weil das ist geil, wenn einfach so Charaktere wieder spielbar sind durch Teams. Aber das ist immer, was ich meine, auch in den Tierlist-Videos. Das meine ich mit Umschwung. Wenn es einen Umschwung in der aus in Anführungsstrichen Meta gibt, meine ich genau sowas. Der kam rein, ist ein Super Saiyan-Leader und Super Saiyan-Kategorie ist jetzt nicht allzu groß. Deswegen, wenn man ein paar Charaktere nicht hat, hat man aber Alternativen, die jetzt wieder spielbar sind. Und in meinem Fall ist es der Birdgood zum Beispiel. Als auch. Das aber noch. Ja, was heißt total fein Auto-Attack? Das ist eigentlich nicht fein gegen Trunks, aber. So. Das meinte ich halt vorhin. Bird Crew ist halt in der Hinsicht wieder. Oder jetzt auf jeden Fall besser geworden, weil er einfach die Utility eines Revives mitnimmt und das Team an sich die Events schnell finisht, ohne dass er mir individuell ein Problem wird. Ne? Das sehen wir jetzt hier wieder ganz gut so. Und das Geile ist, die haben einfach. Die zwei haben 6 von 7 Link-Skills. Future Guan und der, die kann einfach auch zusammenspielen. What? Krass. Das ist halt krass, ne? Das ist, okay, das ist jetzt. Ja, das ist geil. Guck mal. Hey, dieser Inki, wie viel Ki der durch Inki. 715.000 Defense. Wie viel Ki er durch Inki bekommt, es ist lächerlich. Und er sorgt auch noch für Inki. Das ist. Lächerlich ist das. Lächerlich. Krass, also der Charakter ist echt. Seine Schwäche ist halt auf jeden Fall. Haben wir ein paar Mal gesehen, so. Angriffe, wenn er Angriffe bekommt, vor seinem Angriff, ohne direkte Sekunde, weil seine Defense gering ist und die so wenig Defense mit 30% Damage Reduction macht sich aus. Haben wir gesehen. So ein paar Autodecks haben den echt wehgetan. Hey, zum Glück, wir hatten in dem Samus Shock ist auch Glück, dass kein AOE auf ihm kam, aber ihr müsst überlegen, AOE würden auch Schaden machen, dann in der ersten Runde so. Aber in der zweiten dann nicht mehr tatsächlich, weil er dann schon einen Buff bekommen hat durch die 18 Key. Also. Es ist gerade auf jeden Fall seine Bühne, vor allem auf Global, weil die schwierigsten Events, die sind kurz, die gehen nicht lang. Außer Omega. Omega auf JP gibt es. Und da würde ich ihn auch gerne probieren noch. Definitiv. Wir haben jetzt hier den Active-Skill, ne? Ja. Können eigentlich den Excel aktivieren und Sayonara sagen. Oder. Oder ich geb Birdgun noch einen Stack im besten Fall. Den Axel nehme ich mir auch auf. Machen wir das mal so. Ja, wir machen das so. Birdgun wird trotzdem Damage nehmen. Ja, das war mir schon klar. Ich habe das jetzt irgendwo auch absichtlich gemacht, weil ich, wie gesagt, da dem seine Stacks geben wollte. Ich würde einfach mal gucken, so wie er sich auch so spielt, wenn ich mal da hinstelle, weil ich habe ihn wenig gespielt, ich habe ihn auch neulich erst gezogen, aber ich will ein Gespür für ihn bekommen. Darum geht's. Also, wie lange braucht man. Ja, das ist. Ja. Okay. Das Ding ist halt bei ihm. Wir haben das Event gefinisht. Stimmt, wir sind nicht mal in die zweite Phase gekommen. Wir sind nicht mal in die. Das habe ich total vergessen. Wenn es dann Ex aktiviert, werde ich schon down. Das habe ich total vergessen. Stimmt, wenn wir in die zweite Phase nicht kommen und das Ding beenden, dann sind wir durch. Ich wollte nur ein Gespür für Birdgun bekommen. Ich wollte es für mich selbst bestätigen, weil
Er bekommt ja nur einen defensiven Proc in der Passive, wenn er einen Angriff bekommt und nicht pro jeden Angriff. Da bekommt er einfach nur Angriff dazu und tut durch die 80er Defense stacken. Ergo, ich möchte es nochmal zusammenfassend sagen, das ist trotzdem ein Charakter, der langsam seine Defensive aufbaut und da reicht sein Guard nicht mit so wenig Defense, weil die Events einfach schnelllebig sind. Und das war immer mein Problem so mit ihm. Jetzt aber, oder wenn wir den gerade mit World Tournament Goku vergleichen, der bekommt er pro Angriff übertrieben viel Defense sofort. Ne? Da wisst ihr Bescheid. Aber, das haben wir auch jetzt am Ende sehr gut gesehen, das Team, in dem er jetzt ist, da ist er mir kein Dorn im Auge, sondern er aktiviert sein Revive, verpisst sich und das Team, wegen dem Double Lead von den LR Super Saiyan, klärt das Event sogar so oder so in Windeseile. Junge, 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 das ist geisteskrank. Das Team ist brutal, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde gerne die Performance von ihm dann noch in Omega gerne sehen. Das wird dann das nächste Video. Omega ist leider auf Globe noch nicht da, aber auf JP. Da möchte ich einfach sehen, wie er sich dort so macht, weil das Event dort potenziell länger gehen sollte, aber auch nicht, weil die erste Phase Tech ist und der da wirklich da durchmarschieren kann. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, auch gerne ein Like auf das Video und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.